Telefonieren, surfen, Filme schauen und per Internet mit dem Büro verbunden sein. Der Datenverkehr in den Mobilfunknetzen nimmt ständig zu. Deshalb wurde die Technik immer leistungsfähiger. Auf das analoge Telefonnetz der ersten Generation folgte zunächst der Handystandard GSM, dann das schnellere GPRS oder Edge und zuletzt UMTS. Nun kommt die vierte Generation des Mobilfunks, LTE. Die Abkürzung steht für Long Term Evolution, langfristige Entwicklung. Und langfristig ist das Projekt in der Tat. Denn in einigen Jahren sollen Datenraten von einem Gigabit pro Sekunde möglich sein. Los geht es mit einigen Megabit, was aber immer noch ausreicht, um Filme oder große Dateien drahtlos herunterzuladen. Die Netzbetreiber beginnen mit der Einführung von LTE in ländlichen Regionen, weil sie von der Regulierungsbehörde die Auflage erhalten haben, vorrangig solche Gebiete zu versorgen, die bislang gar keine oder nur schlechte Internetversorgung hatten. LTE funkt dabei auf Frequenzen, die früher vom analogen Fernsehen benutzt wurden. Für den mobilen Empfang gibt es USB-Sticks oder 4G-fähige Geräte. Zu Hause stellt ein LTE-Router die Verbindung zum nächsten Funkmast her. Notebook, Set-Top-Box oder auch der Internetfernseher kommen darüber ins Netz. Die Mobilfunkanbieter empfehlen LTE deshalb auch als Alternative zum DSL-Anschluss. Ob sich die hohen Datenraten halten lassen, muss aber erst noch die Praxis zeigen. Dann, wenn mehr und mehr Nutzer in das Funknetz der vierten Generation drängen.